Ja, dann begrüße ich die Anwesenden hier im Raum, die Zuhörer auf der Tribüne und im Nebenraum zur traditionellen Pressekonferenz nach einem Punktspiel hier beim FSV. Wir haben natürlich auch Gäste dabei, wie man ja sieht. Die linke Hand von mir, Gästetrainer Thomas Sawetzki von Union Sandersdorf, und auf der rechten Seite von mir, für jeden sichtbar natürlich, Jan Kistenmacher, allgemein bekannt, Coach unseres FSV. Ja, die erste Frage, wir haben das Spiel gesehen, 1:0 Sieg für den FSV. Die erste Frage geht natürlich an beide Trainer zur Einschätzung des Spiels am heutigen Tag. Ach, und ich frage gleich was ganz Böses, war Union Sandersdorf so stark oder war der FSV so schwach? War doch ein knappes Ding. Das stimmt. Erstmal Glückwunsch an Jan und seiner Mannschaft zum Sieg. Ja, ich sehe es ähnlich. Also wir wollten sehr couragiert hier auftreten. Das ist uns absolut gelungen. Wir waren in der ersten Halbzeit komplett präsent. Wir haben das gut gemacht, mit zwei Spitzen den Aufbau zugestellt, dadurch über den ersten Ball, den dann der Keeper natürlich dann auch in die Räume spielt, wo wir es erwartet haben. Standen wir sehr drin, wir standen gut für den zweiten Ball und hatten wieder einige Chancen. Das ist ein bisschen unser Problem in dieser Saison, das muss man einfach sagen. Wir haben gute Chancen, machen es leider nicht, weil wenn wir da vielleicht in Führung gehen, ja, wer weiß, wie das Spiel dann weiterläuft. So war es natürlich klar vor dem Spielbeginn, dass unser Torhüter sich verletzt hat. Das hat man natürlich komplett gesehen. Ja. Aber es ist uns gut gelungen, das eigentlich immer den Gegner relativ weit vom Tor wegzuhalten. Und ja, wenn sie dann mal geschossen haben, hat man sicherlich auch gesehen, dass wir da auch erstmal ein, zwei Probleme hatten. Ja. Er hat dann in der 30. glaube ich einen super Ball gehalten. Dann war auch ein Spiel für uns. Und das war erstmal wichtig. Ja. Zweite Halbzeit, also wir sagen, erste Halbzeit sehr gut. Zweite Halbzeit war uns schon klar, dass sich vielleicht die Spielanteile ein bisschen verschieben werden, weil mehr Druck machen wird. Aber es war auch trotzdem nur noch ein offenes Spiel. Ja. Sicherlich gab es auch zwei, drei Härtenbälle. Die brauchst du dann auch mal. Also das Glück brauchst du dann auch mal. Ja, und dann hat es halt der Gegner mit, ich kann mich an das Spiel erinnern, da habe ich es zu Jan auch schon gesagt, mit der individuellen Klasse ein bisschen erzwungen. Ja. Also da hat auch Beckert wieder mit der Eiskalt reingehauen. Und der Freistoß ist natürlich super geschossen. Klar, wir können uns da alle streiten. Das stimmt auch unten mit zwei Mann. Vielleicht zu wenig, aber er sagt, ich möchte den Ball sehen. Und wenn du natürlich zwei solche Jungs da hast, mit Becker oder Flat, die Freistöße natürlich brutal gut schieben können, dann ist das schwer. Und das war dann, ja, mit dem 1-0 haben wir natürlich nochmal weiterhin versucht, nach vorne alles zu geben. Das war auch gut. Ja. Aber es sollte nicht sein. Und es war ein sehr couragierter Auftritt. Das ist wichtig, das bleibt unter dem Strich festzuhalten. Und wir haben jetzt noch zwei Spiele. Da wollen wir unbedingt nochmal punkten, und wenn wir so eine Leistung an den Tag legen wie heute, wird uns das genug, bin ich überzeugt. Ja, ein bisschen mal sind wir jetzt auf der Entbindungsstation und sagen, es war eine schwere Geburt. So schwer erwartet, oder woran hat es gelegen? Vorige Woche Leipzig, Chemie, Wahnsinnsspiel, wo man eigentlich sogar hätte als Sieger vom Platz gehen können, oder sogar müssen. Genau, und heute, ja, doch eine verdammt knappe Kiste, okay, ich darf das sagen, es roch nach Elfmeter in der ersten Halbzeit bei Taka. Ich darf das vielleicht sagen, ich habe ja nichts mit den Schiedsrichtern zu tun, aber ja, woran lag es, dass die Geburt so schwer war? Ich glaube, wir müssen von der Erwartungshaltung wegkommen, nur weil wir ziemlich weit oben in der Tabelle stehen, dass wir alle Mannschaften hier bespielen und ständig als Sieger vom Platz gehen. Ich glaube, mein Trainerkollege von letzter Woche hat eben auch, da gebe ich ihm vollkommen recht, hat eben auch gesagt, die anderen können auch kicken, wenn ich ihn jetzt mal zitiere. Und genauso sehe ich das. Und Union hat es im Prinzip im Hinspiel ganz klar aufgezeigt, dass es eine gute Mannschaft ist. Thomas hat es letztendlich angesprochen. Im Prinzip haben wir fast ein ähnliches Spiel gesehen, außer dass wir heute jetzt nicht drei Elfmeter hatten, die dafür gesorgt haben, wie das Spiel hier ausgeht. Aber letztendlich hat wieder eine Standardsituation herhalten müssen, um entscheiden zu müssen, wer hier als Verlierer bzw. wir dann glücklicherweise als Sieger vom Platz sind. Du hast angesprochen, dass es ein paar Möglichkeiten gab für uns, das ist vollkommen richtig. Taka ist übrigens zweimal im Strafraum gefoult worden, den man vielleicht fragen kann. Das ist nicht passiert, das ist dann okay, das gleicht sich im Prinzip ja immer wieder aus. Ich erinnere nochmal an die siebte Minute, glaube ich, war es ungefähr, wo Daniel Becker, glaube ich, geschossen hat, der Ball dann abgefälscht wurde, beziehungsweise der Torwart nicht festhalten konnte, und Anthony Henning dann kam aus dem Abseits, ja, da hätte das auch anders laufen können. Ja, und danach waren wir tatsächlich ein bisschen,
ein bisschen unzufrieden, glaube ich. Union hat sehr, sehr gut gegengehalten, hat uns richtig Paroli geboten, hat uns richtig die Grenzen aufgezeigt, das haben sie sehr, sehr ordentlich gemacht. Im Prinzip muss man ja fast sagen, ärgerlich, dass ihr dafür nicht belohnt wurdet. Ja. Ich möchte auch nochmal sagen, dass wir heute vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt haben und für euch eben ein großes Pech, nämlich dass der Torwart sich kurz vor Spielbeginn in der Erwärmung, ich glaube, im letzten Torschuss dann so schwer verletzt hat, dass er heute gar nicht spielen konnte und ihr keinen Ersatzschnapper auf der Bank hattet, sodass euer Torwarttrainer da ins Tor musste, da schon gut ab. Und da fühlt man sich auch ein bisschen komisch, wenn man sagt, Mensch, mit so einem Handicap und jetzt sollen wir hier dieses Spiel bestreiten, wo es ja noch um viel geht. Oder es kann noch um viel gehen, es war ganz wichtig, dass wir heute gewinnen. Und so hat es auch noch einen Faden beigeschmackt, dass wir gar nicht so richtig sagen, kann man sich denn jetzt darüber freuen oder nicht. Denn ich glaube schon, Christian Blatt ist ein überragender Spieler und macht gute Standardsituationen. Aus der Entfernung glaube ich, dass euer regulärer Torwart, der Nico Becker, glaube ich, ist das, ne? Dass er den sonst wahrscheinlich sogar gehalten hätte. Und dann geht man hier vielleicht mit einer Punkteteilung raus, die dann vielleicht auch nicht so ganz unverdient war. Ähnlich wie im Hinspiel, ja, da ging es auch nur 2-1 aus. Von daher, glaube ich, haben wir hier ja, zwei ordentliche Mannschaften gesehen. Wir mussten in der Halbzeit unheimlich nachlegen, weil in der ersten Halbzeit war ich alles andere als zufrieden. Da haben wir genau das vermissen lassen, was uns sonst stark macht, nämlich dass wir ein richtig gutes und anstrengendes Gegenpressing spielen. Das haben wir heute nicht so gut gemacht. Da haben wir mehr begleitet, mehr eskortiert und das haben wir angesprochen, das entsprechend als zweite Halbzeit abzustellen. Und glücklicherweise sind wir dadurch dann letztendlich auch in Führung gegangen und nehmen die 3 Punkte mit. Ja. Euch alles Gute, hoffentlich den Klassenerhalt, aber ich glaube, das solltet ihr hinbekommen, vielleicht habt ihr es alle mal und euer Torwart eine schnelle und gute Genesung. Wobei ich sagen muss, klar dieser Freistoß, aber ansonsten, wenn man es in den Torhüter, also das ist jetzt der Ersatz war so richtig, hat man sich gemerkt, klar mental bei den Spielern im Hinterkopf, es ist nicht unser Standard-Torhüter, aber ansonsten, ja, also so richtig. Also an ihm lag es glaube ich nicht. Gut, ja, Kistenmacher hat noch die 2 Lattenkreuz-Treffer vergessen, die ja auch nun auch hätten reingehen können. Schon ein starkes Stück. Ja, Klassenerhalt ist das eine, Restprogramm das andere. International Leipzig und Eilenburg. Das sind natürlich, ich habe es jetzt beim letzten Pressekonferenz schon gesagt, beim FSV, das sind dicke Bretter. Ne? Und die muss man erstmal bohren, sägen und brechen, um eben auf der ganz sicheren Seite zu stehen, dass man sagt, wir bleiben drin. Trotz, dass Wismut sich abgemeldet hat oder abmelden wird. Ja, Optimismus da, wie wir das knacken, dass das drin bleibt. Ja, so möchte man das ja heute ein richtig dickes Brett. Ja, und wie wir das hier gemacht haben, war sehr, sehr ordentlich, das habe ich ja schon gesagt. Und ja, wir haben ein Heimspiel gegenüber. Ja, zu Hause spielt es sich für uns leichter, ganz klar. Wir sind physisch brutal stark, muss man echt sagen. Wie gesagt, wir haben heute auch nahtlos vielleicht so 60, 65 Minuten Pressing spielen können. Insofern sind wir da auch physisch sehr, sehr gut drauf und auch das tut sicherlich hinter mir, wenn man dann sich zustellt und ihnen wenig Platz zur Entfaltung gibt. Das wollen wir tun. Ja, und gegen Einburg haben wir im Hinspiel auch gezeigt, dass wir die schlagen können. Also wir sind da sehr, ich bin ein sehr positiver Mensch und ich weiß, was meine Jungs können. Wenn sie das so abrufen wie heute, dann werden wir punkten. Davon bin ich überzeugt. Ich schließe mich Jan Kistenmacher an, das ist euch nur zu wünschen und zu gönnen. Jan Kistenmacher, natürlich frage ich jetzt nach den 2 Verletzten. Das waren ja 2 Auswechslungen wegen Verletzungen, Tacker und, glaube ich, Dunn. Ja, genau. Ich meine, wir werden noch keine abschließende Diagnose haben, aber war es eine sicherheitshalber eine Auswechslung oder ist es schon ein bisschen mehr, wo wir ein bisschen Angst haben müssen, dass wir die Jungs vielleicht in den nächsten beiden Spielen vermissen werden müssen? Und das wäre sicherlich nicht ganz einfach. Zur ersten Personalie von Tacker, den haben wir in der Halbzeit rausgenommen, weil wir gesagt haben, okay, den müssen wir jetzt schon. Unser medizinisches Team hat die Empfehlung gegeben und dann folge ich dem auch, also dass wir Tacker rausgenommen haben. Und bei Anthony ist es so, er ist umgeknickt und konnte in dem Moment jetzt auch nicht weiterspielen. Das werden wir jetzt entsprechend behandeln lassen. Und da kommt uns sicherlich zugute, dass wir jetzt auch erstmal 14 Tage Pause haben. Durch das Pokalfinale, was jetzt dann entsprechend am nächsten Wochenende ansteht und dadurch, dass wir da im Prinzip jetzt die ganze Woche zusätzlich gewonnen haben, bin ich optimistisch, dass wir für die letzten beiden Spiele auch wieder eine sehr, sehr starke Spielmannschaft oder spielfähige Mannschaft auf den Platz bringen werden. Okay, bevor ich die Pressefrage ziehe, ist erreicht. Chemie ist unter Druck. Wir werden sehen, was wir morgen gegen International tun. Die Sache ist noch nicht gelaufen. Ich weiß, auch wenn erster Platz nicht unbedingt das Ziel ist, aber wir wissen ja, die Fans sind euphorisch und wollen immer mehr.
haben wir also auch das bedient. Gibt es Fragen von den Zuhörern im Raum, von der Presse? Das ist nicht der Fall. Ja, ich könnte mir noch welche ausdenken, aber nein, ihr habt gespielt, ihr wollt nach Hause, schönes Wetter, heute wird gegrillt. Recht, recht herzlichen Dank für eure Ausführungen. Toi, toi, toi. Wie gesagt, die Blätter müssen gegriffen werden. Wir wünschen euch das ehrlichen Herzens. Dankeschön für die drei Punkte. Erholt euch gut, Grischo ruft. Und dann sehen wir uns die Tage wieder, entweder in der Oberliga oder in getrennten Ligen. Aber man weiß ja nie. Alles, alles Gute, recht herzlichen Dank. Sehr gerne.